Samstag, da geht es weiter. Preußen Münster trifft auf die Sportfreunde aus Lotte. Nachbarschaftsderby, obwohl einige Fans sagen, Lotte Münster, so ein richtiges Derby ist das nicht. In der Regionalliga ist es das allemal. Und wir unterhalten uns heute mit jemandem, der in Lotte gespielt hat und jetzt für Münster spielt und ja, der zeigen will, was er drauf hat. Alexander Langletz. Was nimmst du dir vor? Du bist zum ersten Mal in Münster, du hast 6 Jahre in Lotte gespielt. Was ist der Plan für Samstag 14 Uhr? Generell ist der Plan, Samstag 14 Uhr 3 Punkte einzufahren. Gegen wen es dann geht, ist in erster Linie erstmal uninteressant. Aber trotzdem wird es morgen, ja, wie du schon sagst, ein Duell, wo die letzten Jahre die Vereine sich schön duelliert haben. Und ja, ich freue mich auf ein gutes Spiel. Wir kommen hier gerade aus dem Marathontor raus und gehen um den Platz. Du warst Juniorenspieler in Münster. Und dann verläuft sich die Spur ein bisschen. Du bist nach Schalke gegangen, du bist jetzt nach 6 Jahren Lotte nach Münster gekommen. Warum hat es so lange gedauert? Ja, da müsste man die Verantwortlichen ganz genau fragen, warum es nie konkret wurde. Ich hatte einfach kein konkretes Angebot. Und als das dann jetzt so der Fall wurde, ging es dann auch relativ schnell, dass ich das machen wollte. Hat es dich gereizt unter einer Frau? Zu spielen. Also Lotte hat ja mit Imke Wimhorst eine Frau, was ja eine Rarität ist im Fußball. Hätte dich das interessiert? Ich habe ja Imke kennengelernt 2-3 Wochen in der Vorbereitung noch. Da war ich ja noch bei den Sportfreunden. Imke ist wirklich ein guter Coach. Also es hat Spaß gemacht, unter ihr zu trainieren. Und ich bin sicher, dass sie ihren Weg gehen wird. Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder. Ja. Jetzt hat die Saison für dich begonnen, bist sofort Stammspieler geworden in Münster, hinten rechts, man könnte fast sagen den Kapitän verdrängt, aber der spielt ja vor dir, Julian Schauerte. Ist das deine Position, hinten rechts, oder? Ja, zumindest haben mich die Trainer jetzt in den letzten Jahren immer dahingestellt, weil die dachten, der Langlitz, der kann da ganz gut für Furore sorgen. Nein, aber ich fühle mich da auch wohl. Du bist ein Spieler, der auch gerne mal auf dem Platz so ein bisschen lautstark ist, so ein bisschen provoziert, manchmal ein bisschen nickelig ist. Ist das im Laufe der Zeit ruhiger geworden bei dir oder bist du eigentlich jetzt viel kontrollierter, aber immer noch sehr, sehr bissig? Wie kann man das beschreiben? Kontrollierter, aber immer noch bissig, das stimmt. Früher war ich dann teilweise ein bisschen, habe ich mir dumme gelbe Karten abgeholt. Das passiert mir in aller Regel jetzt vielleicht 1-2 Mal die Saison. Ja. Okay, dann kommen wir zum Sportlichen. Am letzten Wochenende haben die Preußen verloren in Köln, 1-0. Du hast dich beim Warmmachen verletzt. A, wie hast du das Spiel gesehen und B, was macht die Verletzung? Ja, das Spiel war natürlich bitter mit den 2 großen Chancen am Anfang, die wir leider nicht gemacht haben. Da fällt es dann jeder Mannschaft schwer, da für eine Antwort zu sorgen. Wir haben hinten raus dann noch die Chance auf einen Ausgleich gehabt. Den hätten wir auch meiner Meinung nach verdient gehabt. Haben es leider nicht gemacht. Ist manchmal im Fußball so, wenn du die vorne Dinge nicht machst, die Dinger, dann fällt hinten einer rein. Die Verletzung ist jetzt auskuriert. Ich habe gestern wieder Vollgas gegeben im Training und ich bin für morgen auf jeden Fall bereit. Was erwartet ihr von Lotte oder was erwartest du speziell von Lotte? Was ist das für eine Mannschaft? Ich konnte die Jungs ja 2-3 Wochen kennenlernen, weiß ganz genau, wie die ticken. Das ist eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft, die haben auf jeden Fall Bock auf Fußball und haben auch Bock, sich weiterzuentwickeln. Und es wird auf jeden Fall ein guter Gegner. Als letztes muss man fragen, Preußen Münster, wir sind hier vor der Fantribüne, das ist leer. A, was sitzt für euch drin und B, wie sehnsüchtig wartet ihr mal auf ein halbwegs volles Stadion? Ja, ich bin ja jetzt auch neu hier, ist jetzt mein drittes Heimspiel und ich würde gerne mal vor, wie wir damals hier vor 10.000 gespielt haben mit den Sportfreunden, das wäre mal schön, aber was nicht ist, kann ja noch werden und ich hoffe, dass wir die Saison dann, vielleicht wäre das ein gutes Ziel, dass wir am Ende der Saison vor 10.000 hier spielen. Sportlich noch vielleicht so ein Dreh, was sitzt für euch drin? Ja, wenn 10.000 kommen, dann sind wir sportlich wahrscheinlich echt gut. Alles klar, dann viel Spaß, viel Erfolg in Münster und bis bald. Danke.